sei dir jeden Tag mehr für deine großen.
Wir wissen, er ist, und lasst uns unser Opfer geben mit Freude im Herzen. Lasst uns beten und dann könnt ihr nach vorne kommen. Heavenly Father, Lord God, thank you, Jesus, for this offering that we're about to give. Lord God, we want to give to you humbly and cheerfully in our hearts. Help us, Lord God, to give as much as you place in our hearts to give to you today. We love you and we thank you, God, for this opportunity that we can be here again, Lord God. Bless those that can't be with us today. You know what they need and what they desire. Your will be done, Lord God, in Jesus' name. Amen. Ihr könnt nach vorne kommen. Ich weiß, er hat mich befreit. Sein Blut bedeckt meine Schuld. Ja, ich weiß.
heißt, der ganze rechte Flügel hier wird jetzt gleich fast leer sein. Aber das ist gut für den linken Flügel, dann gucke ich ein bisschen mehr nach links heute. Preis den Herrn. Bist du nicht auch dankbar, hier zu sein heute? Ich bin so dankbar, weil die Gegenwart Gottes war schon wieder so schön hier. Ich bin dankbar für die Sänger, die jetzt schon viele wieder nach oben gehen. Habt ihr toll gemacht. Preis den Herrn, klatscht mal. Ja, ja. Ich bin dankbar für die Disziplin, die die haben, immer hier früher zu kommen, zu proben, extra an Tagen zu kommen. Und der Herr sieht das. Und ich glaube, das ist auch Grund, warum hier dann so eine gesalbte Gegenwart ist, wenn wir singen zum Herrn zusammen. Preist den Herrn. So, jetzt darf ich mich nicht ablenken lassen davon, dass doch noch Jugendliche hier sind, aber ihr werdet dann wahrscheinlich hier uns zwischendrin verlassen oder demnächst oder ihr geht jetzt. Okay, sie gehen jetzt. Preist den Herrn. Also ich hätte euch auch gern hier, versteht mich nicht falsch. Oh, Halleluja. Weißt du, der Herr ist so gut und er beschenkt uns so reichlich und er verlangt dafür gar nichts. Da draußen in der Welt, wir müssen überall eigentlich für zahlen. Jetzt denke ich gerade an den Podcast, da gibt es vielleicht irgendwelche Programme, die man benutzt und dann bezahlst du pro Minute, die du Episodenmaterial hochlädst. Oder andere Bereiche im Leben, überall muss man eigentlich für Dienstleistungen Geld bezahlen. Aber die kostbarste Dienstleistung überhaupt, nämlich in der Gegenwart Gottes anbeten zu dürfen und sein Wort hören zu dürfen und zu beten und so weiter, das ist kostenlos für uns. Und das ist also so wunderbar, dass der Herr ganz anders ist als die verrückte Welt, in der wir leben. Und preist den Herrn, dass er uns hilft. Oh ja, ja, jetzt wird es aber laut, wenn ich dann so nah dran gehe. Okay, das kriegen wir hin. Preist den Herrn. Ich habe heute ein schönes Thema für uns, glaube ich. Und zwar, ich sage den Titel jetzt direkt, dann kann er gleich auch demnächst angeworfen werden. Und zwar die Kraft im Gebet. Amen. Und ich würde sagen, ihr dürft euch gerade noch mal setzen, weil es wird wieder ein bisschen noch brauchen, bis ich den ersten Bibelvers lese. Von daher, ja, müsst ihr nicht am Dienstagabend auch noch lange hier auf euren Beinen stehen gerade. Amen. So, warum betet der Mensch überhaupt? Das ist eine Frage, die kann man ja wirklich stellen und uiuiui. Und da draußen in der Welt wirst du verschiedenste Antworten haben. Du wirst Philosophen haben, die dir versuchen, irgendwas zu erklären. Manche glauben vielleicht nicht mal, dass es Gott gibt. Und vielleicht geben sie dir psychologische Gründe, warum jemand betet. Und es gibt verschiedene Religionen, wo dann gebetet wird, aber gebetet wird zu irgendwelchen Götzen, zu irgendwelchen Göttern, die es gar nicht gibt und die nicht helfen können den Menschen. Oder es wird zum Universum gebetet und zur Schöpfung statt zum Schöpfer. Und der Teufel versucht, das Konzept des Gebetes zu bekämpfen und versucht auch zu bekämpfen, warum wir eigentlich beten. Das Warum versucht er zu bekämpfen. Weil, weißt du, das Gebet ist wirklich der Schlüssel zurück zu unserem Schöpfer. Wenn du mal drüber nachdenkst, wie bist du eigentlich zum Herrn gekommen, wie hast du den Herrn erlebt? Das war im Gebet. Wahrscheinlich deine kostbarsten Erinnerungen, die du mit dem Herrn hast, das war im Gebet. Vielleicht auch hier vorne am Altar im Gebet. Und deswegen, das Gebet ist der Schlüssel, um zu überwinden. Dein Selbst zu überwinden, deine gefallene Natur zu überwinden. Weil, weißt du, unser Fleisch, das ist so eine schwierige Sache oft. Weil das will Sachen, die sind gar nicht gut für uns. Das will die Sachen nicht, die gut für uns sind. Also ganz blöd eigentlich manchmal. Aber das Gebet hilft dir zu überwinden, auch dein Fleisch. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir beten. Und wenn wir
Gott wirken sehen wollen. Also mehr als jetzt nur in unseren Gottesdiensten, wie wir es schon kennen, sondern noch mehr als das. Dann wird es nur geschehen, wenn wir Zeit im Gebet nehmen, um dafür zu kämpfen. Weil der Herr, er ist so, ich muss mit dem Mikrofon, deswegen habe ich gerade so gelacht. Ich versuche jetzt nah dran zu bleiben, konstant am Kinn, ja? Ich werde es jetzt am Kinn pressen, dann geht es vielleicht. Okay. Der Herr ist bereit, Dinge zu geben und er hat uns ja auch wunderbare Erweckung versprochen und Wunder versprochen, aber es ist nicht so, dass er es einfach so gibt, sondern wir lesen zum Beispiel von Jakob, wie er gerungen hat mit dem Engel und hinterher hat der Engel gesagt zu ihm, du hast gekämpft mit Gott und den Menschen und du hast gewonnen. Das heißt, der Herr, der guckt auch wirklich, was ist wirklich in uns. Er ist nicht so wie manche Eltern heutzutage, die ihre Kinder einfach verwöhnen und alles einfach so geben und hinterher wissen die gar nicht, wie man sich verhalten soll oder wissen gar nicht, wie man dankbar sein soll. Aber ich will nicht zu viel sagen, nicht, dass ich irgendjemand auf die Füße trete, aber der Herr ist schon so, dass er auch guckt, was ist wirklich in unserem Herzen drin. Amen. Und so, er sagt, wer nach dem Reich Gottes trachtet, dass wir das dann auch empfangen können. Und er sagt, wir sollen zuerst trachten nach dem Reich Gottes. Aber was heißt das, zu trachten? Das heißt auch wieder im Gebet. Wir können nicht danach trachten beim Essen. Wir können zwar eine Einstellung haben, eine grundsätzliche, aber die Einstellung allein wird auch nicht ausreichen. Sondern danach zu trachten heißt, dass wir im Gebet danach beten, weil davon kommt Gebet. Gebet kommt vom Wortherkunft her, vom Wort bitten. Das heißt, wir bitten eigentlich den Herrn im Gebet. Wir bitten danach, wieder verbunden zu sein mit seiner Gegenwart. Wir bitten danach, dass sein Geist wirkt, dass wir mehr von ihm haben. Das ist das, was wir im Gebet tun. Immer wenn wir beten, dann bitten wir eigentlich um die Gegenwart Gottes, um das Gehör Gottes, um Zeit mit Gott. Und Amen und danke Gott, dass es wie gesagt kostenlos ist. Wir müssen dafür nicht mal was bezahlen. Überleg dir mal, da wird sagen, okay, pro halbe Stunde kostet das dann, ja, machen wir mal einen guten Stundensatz hier, 300 Euro. Ja, heutzutage, da gibt es die Erfolgscoaches und so weiter, aber das ist ein anderes Thema. Die lassen sich dann auch das gut bezahlen. Und die Leistung ist vielleicht sogar gar nicht gut, aber egal, ich lasse mich ablenken. Es ist kostenlos, dass wir beten. Und vielleicht nehmen wir das so selbstverständlich hin, aber es ist nicht so selbstverständlich, dass wir wirklich immer sprechen können zu Gott und er immer einen Raum offen hat für uns. Du kennst es vielleicht aus deinem Privatleben. Das ist auch in gewisser Weise auch Anstrengung, Leuten Raum zu geben und Leuten zuzuhören und sich mit Leuten zu beschäftigen und sich um Leute zu kümmern und so weiter. Und der Herr hat uns aber so lieb, er gibt dir diesen Raum und deswegen sollten wir den benutzen, weil es ist, wenn nicht, dann sind wir selbst schuld. Dann sind wir selbst schuld. Amen. So, die Bibel, die ist voll von Menschen, die gebetet haben. Wir lesen von Priestern, von Königen, wir lesen von armen Menschen, von reichen Menschen, von normalen Menschen, von, wie gesagt, so gesalbten Menschen wie Priestern und Königen, aber von Männern und von Frauen, von Kindern, ja, und von Alten. Wir finden alle Menschen, die du dir denken kannst, fast in der Bibel irgendwo, wie sie beten. Das heißt, das Gebet ist was für uns alle und das Gebet ist etwas, was kostbar ist. In seinen Augen, in Offenbarung, wir lesen das vielleicht nachher auch noch, da heißt es, dass das Gebet der Heiligen Weihrauch, das war, der Weihrauch war. Das heißt, das nimmt eine richtig kostbare Rolle ein in der Anbetung zu Gott und in dem, wie Gott auf das Gebet guckt. Er guckt nicht einfach so, oh, ja, beten. Nein, sondern das ist kostbar für ihn. Unsere Gebete, deine Gebete sind kostbar zu dem Herrn, sind Weihrauch zu dem Herrn.
Und er hat es uns auch geboten, dass wir beten müssen. Er hat uns Beispiele gegeben von vielen Gebeten, gute Gebete, schlechte Gebete, erhörte Gebete, unerhörte Gebete. Und wir können so viele Männer und Frauen sehen, wie sie gebetet haben und auch lernen daraus. Und was aber aus all dem zu ziehen bleibt, ist wirklich einfach der Schluss. Gebet brauchen wir unbedingt. Und Gebet kann nicht ersetzt werden von irgendwas anderem. Und so, wenn wir das Gefühl haben, dass wir nicht genug beten, dann glaube ich, ist es nicht, weil wir zu wenig Disziplin haben, nicht in erster Linie, auch nicht in erster Linie, weil wir zu wenig Zeit haben, sondern ich glaube, es ist, weil wir zu wenig Erkenntnis und Überführung haben, wie wichtig das Gebet wirklich ist und warum wir das Gebet brauchen. Amen. So, deshalb diese Bibelstudie, die soll jetzt ein bisschen einfach uns näher daran führen, warum brauchen wir das Gebet und uns bestätigen, dass unser Gebet wirklich den Unterschied macht. Und wenn wir das erkennen, dann bleibt uns eigentlich gar keine andere Wahl, als zu beten, weil es ist der einzige Weg. Amen. So, jetzt können wir auch von mir aus gemeinsam nochmal aufstehen und dann lesen wir nämlich gemeinsam einen Bibelvers im Stehen, und zwar in Matthäus 26, Vers 41. So, und da lesen wir, ich lasse dir noch kurz Zeit, wenn du schon aufstehst, dann sollst du es auch aufgeschlagen bekommen. Also Matthäus 26, 41. Wenn du es hast, darfst du Amen sagen. Okay, dann geht's los. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Amen. So, das war's. Dann lass uns einmal kurz beten, dass der Herr mir hilft und dass er die Bibelstudie segnet. Und dann dürft ihr euch setzen. Danke, Herr, dass wir heute Abend zusammen sein hier dürfen. Danke, Herr, dass du uns Brüder und Schwestern gegeben hast. Danke, Herr, auch für das Vertrauen, das ich bekommen habe, Herr, von Pastor Wei und Pastor Senior Wei, Herr. Halleluja, dass ich hier stehen darf heute und lernen darf, Herr. Lass es mich gut tun, Herr, in deinen Augen, Herr. Halleluja, und hilf du mir, weil ich kann es alleine nicht aus eigener Kraft. Danke, Herr, lass es auch ein Segen sein für alle, die es hören, Herr. Wir haben dich lieb und wir danken dir. Im Namen Jesus, dann setzt euch bitte. So, was wir gelesen haben jetzt gerade, ist eigentlich wirklich, dass wir das Gebet brauchen, um uns in Gott überhaupt zu bewahren. Also um überhaupt in Gott weiter zu bleiben und um unser Fleisch zu überwinden, von dem ich vorhin ja auch schon gesprochen habe. Dafür brauchen wir das Gebet. Der Herr hat den beiden gesagt, oder waren es die drei wahrscheinlich, also Petrus und ich glaube Johannes und Jakobus, aber nagelt mich jetzt darauf nicht fest, ne? Ich und Namen ist eh schwierig, aber ich kriege ein paar Nicken, super. Der hat die mitgenommen und er hat die schon ausgesucht eigentlich von seinen Jüngern, wahrscheinlich weil er gewusst hat, die sind wirklich stark dabei, vielleicht noch stärker als die anderen, ich weiß nicht sicher. Auf jeden Fall hat er die genommen und wir wissen ja, der Moment, in dem wir uns hier befinden, ist kurz bevor er abgeführt wurde zur Kreuzigung. Und er hat, aber obwohl das wahrscheinlich die wirklich Starken waren, wir sehen es, dass das wirklich auch Männer waren mit einer großen Salbung, die der Herr immer wieder ausgewählt hat für Ereignisse, wo nicht alle einfach dabei waren, ne? Beim Berg der Verklärung und so weiter. Denen starken Männern Gottes hat er aber gesagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Und das waren Menschen, die haben sich 24 Stunden am Tag, aber 7 Tage in der Woche und ganz viele Stunden am Tag wahrscheinlich mit Jesus aufgehalten. Und die haben so viel gehört und gelehrt und gesehen. Und denen hat er gesagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Also ich denke, wie viel mehr müssen wir diese Worte hören und die ernst nehmen,
damit wir verstehen, wir müssen beten, um nicht in Versuchung zu fallen. Und wir lesen, die haben das nicht so gut geschafft. Und hat sie beim zweiten Mal, glaube ich, noch aufgeweckt. Beim dritten Mal hat er es sein lassen. Hinterher sehen wir aber auch, was Petrus gemacht hat. Ne? Er hat den Herrn verleugnet am Feuer. Er hatte nicht die Kraft zu bekennen, ja, ich war auch einer von denen, die Jesus gefolgt haben. Sondern er hat gesagt, nein, was, wer? Jesus, den kenne ich gar nicht. Und ich denke, das sollte uns wirklich ermahnen, dass wir sehen, wenn wir stark sein wollen, wenn wir irgendwo da draußen in der Welt einen Unterschied machen wollen, wenn wir irgendwo den Mut haben wollen, wirklich Zeugnis zu geben, wenn wir irgendwo den Mut haben wollen, wirklich für unseren Glauben einzustehen und das Licht zu sein und das Salz der Erde, dann wird es nichts, wenn wir nicht beten. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und auch das, dieses schwache Fleisch, wovon Jesus hier spricht, er sagt, der Geist ist willig. Ja, du hast vielleicht in dir was, was wirklich Gott dienen will. Du hast in dir was, was auch die Versprechen Gottes sehen möchte. Der Geist ist willig, aber denk dran, dein Fleisch ist schwach. Und Paulus sagt, ich sterbe täglich. Er spricht von seinem Fleisch, was er sterben lässt im Gebet. Und wir dürfen nicht nur so lange beten, dass wir denken, ah ja, ich habe heute gebetet, jetzt fühle ich mich schon mal nicht schlecht, ich habe kein schlechtes Gewissen oder so. Das ist nicht das Ziel, dass wir kein schlechtes Gewissen haben. Das Ziel ist, dass wirklich unser Fleisch stirbt im Gebet, dass wir so lange beten, bis wir merken, ja, jetzt ist gerade wieder alles weg. Der Herr hat das alles weggenommen, diese Sachen von mir, die gegen ihn gehen, diese Sachen von mir, die Angst haben, von ihm benutzt zu werden oder Angst haben vor den Dingen, die kommen, weil der Herr hat gesagt, also in seinem Wort steht, dass seine Liebe alle Furcht austreibt aus uns. Aber das wird passieren im Gebet, wenn wir seine Liebe wirken lassen. Und nicht nur sonntags, sondern eben auch unter der Woche. Und so, wir brauchen, haben wir gesehen, das Gebet, um unser Fleisch zu bewahren, also nicht zu bewahren, falsch, also um unser Fleisch sterben zu lassen und dem zu entfliehen und in der Versuchung festzustehen und diesen Mut und diese Kraft zu haben, die wir brauchen. Preis den Herrn dafür. Weiter gehen wir jetzt in Johannes, ins 12. Kapitel. Und da lesen wir die Verse 25 bis 26. Und ich lese es, wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Halleluja. So dieses, das Leben, von dem er hier spricht, dass du dein Leben hassen musst. Ich habe gesehen in der Schlachter-Version zum Beispiel, da gibt es so eine Markierung, die sagt, das Wort kann auch Seele heißen und es bezieht sich auf dein seelisches Eigenleben. Das heißt, du darfst nicht verliebt sein in deinen eigenen Film. Du darfst nicht verliebt sein in deine eigene Story und so weiter. Und in deine eigenen vielleicht Sachen, die für dich angenehm sind. Und all diese Dinge, die einfach nur dein Leben betreffen, so gemütlich vor dich selbst hin. Sondern der Herr sagt, du musst das hassen. Und mich erinnert es daran, dass er sagt, wir müssen fliehen den Begierden und Lüsten des Fleisches und so weiter. Weil das ist das, was uns immer wieder zurückhält und zurückzieht und uns dann da sitzen lässt. Und wir denken uns, oh, irgendwie ist alles so schwer und irgendwie, diese Schwere, die kommt, wenn wir uns zurückziehen lassen von dem Fleisch und nicht im Geist wandeln. Weil im Geist, da haben wir Freude. Das ist das Versprechen des Herrn. Da können wir, er sagt, wir haben übernatürlichen Frieden. Das heißt, wir haben Frieden, obwohl eigentlich alles richtig ballaballa ist vielleicht. Obwohl es richtig schwierig ist in unserem Leben, will er uns Frieden geben. Und dafür müssen wir aber unser Leben hassen, dem Leben fliehen, damit er uns das wirkliche Leben geben kann.
Und was das bedeutet, heißt aber auch wieder, das wird im Gebet passieren. Weil wir haben gerade gehört, das Fleisch, das hat nicht die Kraft, das alleine zu tun. Das heißt, es kann nur geistlich passieren, wenn wir ins Gebet gehen. Dann werden wir überwinden können. Und dann werden wir wirklich Sieg bekommen können. Und deshalb brauchen wir das Gebet. Und er hat auch gesagt, wo mein Diener ist. Wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Also, du kannst ja mal versuchen, dir eine Rakete zu kaufen und ganz weit in den Himmel zu fliegen, aber so hoch kommst du nicht, um bei dem Herrn zu sein, weil der Herr ist aufgefahren. Der Herr Jesus ist nicht mehr hier für dich auf der Erde so physisch anfassbar, sei denn er macht es für dich möglich oder so. Das heißt, der einzige Weg, zu ihm zu kommen, ist im Gebet. Und er sagt, wo ich bin, da soll mein Diener sein. Das heißt, wir müssen beten, um dort zu sein, wo er ist und um ihm wirklich folgen zu können. Amen. Wir gehen weiter in Matthäus 7, 3 bis 5. Und dort lesen wir, was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Amen. Wir Menschen, wir sind so schnell und haben damit überhaupt keine Schwierigkeiten, bei den anderen die Fehler zu sehen. Wenn irgendjemand anderes unfreundlich ist, oh, dann sehen wir das und denken, oh, so spricht man aber nicht zu seiner Frau oder zu den Kindern oder zu seinem Geschwister, also Bruder oder Schwester in der Gemeinde. Ja, aber wenn wir dann gerade emotional irgendwie uns sauer sind oder wie auch immer, dann verstehen wir das auf einmal viel besser, dass wir jetzt aber so reagiert haben und dass wir jetzt laut wurden oder giftig oder was auch immer oder leise. Man kann ja auch ganz leise auf einmal werden. So. Ja, aber wir sind so schnell dabei, dass bei den anderen die Fehler zu sehen und bei uns aber ein Auge zuzudrücken oder auch mal zwei, wenn es nötig ist. Und deshalb spricht der Herr zu dir, ja, aber deine eigenen Macken, die solltest du dir mal erst angucken, bevor du irgendwo anfängst, bei anderen, ne, den Krankenarzt, Krankenschwester, wie auch immer, zu spielen. Guck mal lieber erstmal bei dir. Und auch hier wieder, diese Unvollkommenheiten und diese Fehler und falschen Sachen in unserem Charakter und so weiter, die werden wir los im Gebet. Weil wie stellst du dir das vor? Der Herr hat ja keine Sprechstunde hier, irgendwie Balken rausziehen, Sprechstunde in Mannheim Q5, keine Ahnung. Und dann wird dir der Balken rausoperiert. Oder es erinnert mich jetzt an Arbeitsunfall hier bei unseren Zimmermännern, aber ich meine, wie kriegt man überhaupt einen Balken ins Auge, gell? Ich lasse mich wieder ablenken. Ja, da ist schon ein ganz schöner Stock irgendwie dann, der da im Kopf steckt. Vielleicht geht er dann auch ins Gehirn und deswegen denkt man gar nicht so klar. Aber wir werden das im Gebet los. Im Gebet wird der Herr unseren Charakter formen. Im Gebet wird der Herr uns zeigen Sachen, die nicht mit uns stimmen. Und wenn wir halt nicht beten, dann werden wir halt weiter mit diesem Balken, der ins Gehirn reingeht, rumlaufen. Und dass das nicht gut ist, können wir uns denken. Ja? Wir, wir müssen nicht weiter drauf eingehen. Wir brauchen das Gebet, um unsere Unreinheiten und unseren Charakter und so weiter zu verbessern. Preis den Herrn. Wir machen weiter mit noch einem Punkt, wofür wir das Gebet brauchen. Ähnliche Richtung, und zwar in Johannes 8, 34 bis 36. Und da lesen wir, Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig.
Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Amen. Wir haben überall in den Gemeinden Geschwister, die am Kämpfen sind mit sündhaften Abhängigkeiten, mit Sünde, die wir nicht loswerden aus unserem Leben, die sich wiederholt, wo der Kampf lange ist. Und das einzige Versprechen, oder wo man befreit ist und dann kommt es doch wieder. Und solche Geschichten. Aber wir lesen, wenn uns der Herr wirklich frei macht, oder wenn uns der Herr frei macht, dann sind wir wirklich frei. Amen. Und ich bin mir auch da sicher und auch aus eigener Erfahrung glaube ich fest, dass wie er uns frei macht, ist in unserem regelmäßigen Gebet, wenn wir regeln, und es hängt auch zusammen mit all den Dingen, worüber wir hier schon gesprochen haben, im regelmäßigen Gebet, da wird er uns formen und wird die Dinge wegnehmen können und wird uns die Stärke geben und ja, die Stärke, um das zu tun, was er will und um diese sündhaften Angewohnheiten loszuwerden. Und ohne das Gebet, der Herr macht vielleicht manchmal Wunder und so weiter, aber ich denke, normalerweise wird immer mindestens ein Gebet vorangegangen sein, wenn der Herr uns befreit von solchen sündhaften Angewohnheiten oder Süchten, ja, Gefangenheiten. Preist den Herrn, dass er das tut, und wir brauchen aber das Gebet. Das Gebet ist auch wichtig, weil du dienst damit deinen Geschwistern. Und dafür lesen wir in Philipper 2 und 3. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und Johannes 13, 14 bis 15. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit ihr auch so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Amen. So, wir waschen uns ja auch manchmal die Füße und das ist auch schön. Und auch privat waschen wir uns die Füße. Ich hoffe auch regelmäßiger als einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, wo wir uns in der Gemeinde die Füße waschen gegenseitig. Eieiei. Jetzt riechen alle, ob bei mir die Füße. Ihr wisst, was ich meine. Und das ist auch gut. Aber es geht auch einmal im oder zweimal im Jahr dieses symbolische Füße waschen, hat auch eine geistliche Bedeutung und auch eine geistliche Auswirkung. Aber darüber hinaus brauchen wir das Gebet unserer Geschwister. Und dieses Philipper 2,3, wo es heißt, einer achte den anderen höher als sich selbst, heißt für mich auch, du betest, dir ist es wichtiger im Gebet, dass das Gebet von deinen Geschwistern erfüllt wird als dein eigenes. Dir ist es wichtiger, dass der Herr deine Geschwister berührt als dich selbst. Du suchst zuerst das, was deinen Geschwistern dient und danach das, was dir dient. Und das heißt für mich, achtet euch höher einer den anderen als euch selbst. Und natürlich hat das auch praktische Anwendungen, aber das ist ein anderes Thema. Also es hilft auch nichts, wenn wir superheilige Beter sind und dann im echten Leben, wenn es, keine Ahnung, jetzt mache ich Hilfe beim Umzug. Manchmal kann man helfen, manchmal nicht. Nicht alle können beim Umziehen helfen, ist mir klar. Aber bei praktischen Dingen wie dieser Sache sagen wir dann, ich muss ja für dich beten, ich kann nicht helfen. Also es geht natürlich auch darum, den anderen höher zu achten als uns selbst, indem wir auch in praktischen Dingen das zeigen. Aber ich denke ganz arg auch im Gebet, dass wir füreinander, wie Jesus gesagt hat, uns die Füße waschen und füreinander uns einsetzen. Und weil es ist ein Kampf für alle eigentlich bis zum Ende, dass wir treu bleiben, dass wir geistlich stark bleiben, auf Linie bleiben, dass wir dem Herrn gefallen, dass wir den Willen des Herrn wirklich tun in unserem Leben. Und dafür brauchen deine Geschwister dein Gebet.
Und der Herr hat dir gesagt hier, dass du eben auch für die beten sollst. Er hat dir auch generell gesagt, dass du beten sollst. Also es ist der Wille Gottes. Jetzt habe ich hier drei Bibelverse, die ich einfach ganz schnell tak 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 mache. Römer 12,12 heißt es. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Also beharrlich im Gebet. Das heißt, halte auch durch im Gebet. Nicht nur so einmal gut anfangen und dann so die erste Woche im Monat bete ich und dann habe ich es geschafft. Nein, sondern wir sollen beharrlich dranbleiben im Gebet. Oder 1. Thessalonicher 5,17 sagt, betet ohne Unterlass. Da komme ich gleich nochmal zurück. Und jetzt noch als letztes 1. Chronik 16,11 sagt, fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht, suchet sein Angesicht alle Zeit. Also auch hier, wie wir es ohne Unterlass gelesen haben im Thessalonicher, auch schon im Alten Testament wurde den Menschen gesagt, sucht den Herrn alle Zeit. Nicht nur am Sonntag oder am Dienstag. Und so, wenn wir denn im Willen Gottes sein wollen und wenn wir Gott gefallen wollen, und ich glaube, alle von uns wollen das irgendwo, Gott gefallen. Aber wenn wir das wollen, dann wollen wir auch tun, was er sagt, nämlich dieses Beten. Und tatsächlich ist ganz, ganz, ganz viel von dem, was gelehrt wird in der Bibel, nur möglich oder funktioniert über das Gebet. Und deshalb heißt es auch, ohne Unterlass zu beten. Weil die Bibel sagt zum Beispiel, dass wir unsere Sorgen auf den Herrn werfen sollen. Das ist 1. Petrus 5,5-8 eine Stelle. Es gibt viele Stellen, da hatten wir auch mal eine Bibelstudie über die Sorgen, die wir den Herrn abgeben sollen. Aber wie funktioniert das? Im Gebet. Wir lesen von der Waffenrüstung Gottes in Epheser 6, das habe ich jetzt nicht da hinten. Aber wie legen wir die Waffenrüstung Gottes an? Im Gebet. Und dieses 1. Petrus 5,5-8, was ich gerade gesagt habe, das geht ja auch noch weiter. Vers 8 sagt, seid nüchtern und wacht. Und das schreibt Petrus und er war im Garten dabei. Also da muss ich sofort auch denken an wachet und betet. Ja, aber dieses nüchtern sein, also auch einen klaren Kopf zu haben und wachsam zu sein, dass wir uns nicht verführen lassen oder austricksen lassen vom Feind. Das geht übers Gebet. Weißt du, es fängt ja damit an, dass wir uns fragen müssen, was soll ich heute tun? Oder was ist wichtiger, Herr, dass ich das tue oder dass ich das tue? Und das gehört ja auch zu diesem nüchtern zu sein, dass wir die richtigen Dinge tun. Aber wie wirst du wissen, was wirklich das Richtige ist? Nicht, indem du dich auf deinen eigenen Verstand verlässt, sondern indem du den Herrn fragst, indem du ins Gebet gehst. Amen. So viel dazu. Also wir brauchen das Gebet im Grunde noch für ganz viele andere Sachen, die wir gelehrt sind, um das praktisch wahr werden zu lassen. Weil es ist zwar gut, wenn wir das gehört haben und gewusst haben jetzt, ja okay, wir brauchen die Waffenrüstung Gottes, wir sollen unsere Sorgen loswerden. Aber praktisch passieren wird es in unserem Gebet und deshalb brauchen wir das Gebet. Okay, Gebet soll aber nicht nur ohne Unterlass und also tagsüber mal hier, mal da stattfinden, sondern auch in bewusst gewählten Zeitfenstern. Und dazu habe ich jetzt auch ein paar Beispiele. Ich weiß jetzt nicht, wie genau ich auf alle eingehe. Also Paulus und Cornelius, von denen beten wir, wie sie am Tag sich eine Gebetszeit rausgesucht haben. Und der Herr hat die beiden ja dann auch zusammengeführt. Er hat diese Gebetszeit der beiden benutzt, um den einen eine Erscheinung zu geben und dem anderen auch. Das ist in Apostelgeschichte 10 und Vers 9 und 10 und Vers 30. Wir lesen es jetzt nicht. Wir lesen von Jesus. Der hat Gebetszeiten, wir finden Gebetszeiten am Morgen, bevor irgendjemand groß wach war, also Markus 1,35. Und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf
und ging hinaus und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Und wir lesen aber eben nicht nur am Morgen, sondern auch am Tag und auch am Abend und auch in der Nacht lesen wir von Gebetszeiten von Jesus. Das heißt, deine Gebetszeit, die muss nicht da sein oder da sein, aber sie kann überall sein. Und je mehr, desto besser, je mehr Gebetszeit du hast. Und ich denke, diese Beispiele, die sollten uns eben das auch zeigen. Okay, eine Gebetszeit, ja, das ist was, was ich brauche, auch wenn es Jesus schon gebraucht hat. Die anderen Stellen sind Lukas 5, 15 bis 16. Da heißt es dann in Vers 16, er aber entwich in die Einöde und betete, nachdem eben er am Tag viele gesund gemacht hat und so weiter. Irgendwann hat er gesagt, okay, jetzt brauche ich auch Gebet für mich. Also wir reden natürlich immer von dem menschlichen Teil Jesu, der eben genauso das alles erlebt hat, wie du und ich das auch erleben. Die Schwäche und die Versuchung und all diese Sachen. Nur, dass er eben heilig in allem war und standgehalten hat und uns gezeigt hat, wie es geht. Und so Markus, Vers 46, da sehen wir, wie er auf den Berg ging, um zu beten. Und das war, glaube ich, auch... ich habe jetzt nicht mehr geschrieben, wann das jetzt war, ob das jetzt abends war, aber ihr glaubt es mir bestimmt auch, dass es, also das war, glaube ich, abends, ja. Und in Lukas 6, Vers 12 lesen wir dann noch, wie es heißt, und er blieb über Nacht im Gebet zu Gott. Also eine Gebetsnacht. Daniel kennen wir, glaube ich, auch alle, ist auch sehr bekannt. Der hatte, also Daniel 6, Vers 11 wäre das, der hatte dreimal am Tag seine Zeit, wo er auf die Knie fiel und betete und lobte und dankte. Und das hat er zu tun gepflegt, sagt uns die Bibel. So, die Bibel ist aber eben auch voll von Gebeten von Männern und Frauen. Und das ist jetzt noch das Letzte, was wir uns kurz angucken. Und davor trinke ich noch mal was. Von Männern und Frauen, die mit ihrem Gebet Gott bewegt haben und eine Veränderung verursacht haben, auch in ihrer Umgebung. Ich habe hier zwei Frauen, das sind auch, glaube ich, sehr bekannte Beispiele von Frauen, die gebetet haben. In 1. Samuel 1, 10 bis 11 lesen wir von der Hannah, die gebetet hat und ihr Herz ausgeschüttet hat vor Gott, die viel geweint hat und sich ihm gegeben hat. Und der Herr hat sie gesehen. Und der Herr hat ihr Gebet gehört. Und Amen, preist den Herrn. Er ist so gut und er ist anders, als die Welt zu uns ist. Und das ist so wunderbar. Esther 4,16 spricht über Esther. Und auch sie hat gesagt, betet für mich, fastet für mich. Und auch ich und meine Frauen hier, also Dienerinnen und so, auch wir wollen beten und fasten. So, Frauen, genauso wie Männer, ihr sollt beten, ihr sollt fasten und der Herr wird euch genauso hören und euch genauso benutzen. Und wir gucken uns jetzt noch König Hiskia an, wo wir ein bisschen genauer sehen, was wirklich also sein Gebet war und die Situation und so weiter. Wir haben es auch letztens in der Predigt gehört, vielleicht war der eine oder andere da und erinnert sich. Ich fasse es jetzt kurz zusammen. Also, sie waren belagert und ich habe natürlich den Namen von dem Belagererkönig Sanherib oder sowas. Sanherib hat die belagert und hat davor die ganzen anderen platt gemacht, ja. Und hat jetzt verspottet und gesagt, da euch werde ich genauso einnehmen, wer ist schon euer Gott? Ja, ich habe die ganzen Götter von den anderen gefangen genommen und kaputt gemacht und hat die verspottet.
Und dann heißt es aber eben, dass Hiskia betete und ihm die ganze Situation einfach geschildert hat, die da war. Und eben auch gesagt hat, nun aber, Herr, unser Gott, errette uns aus seiner Hand, damit alle Königreiche auf Erden erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist. Und ich denke, das ist das Gebet, was wir auch beten wollen, weil, weißt du, der Teufel ist auch heute viel dabei, Spott zu bringen und zu sagen, ah, komm, ne, bleib mal auf dem Boden, mach mal langsam, ja. Ihr habt jetzt euer Gipfel erreicht, ja, mehr Mitglieder in der Gemeinde als das werden es nicht werden. Du siehst doch, hier geht schon wieder jemand oder da. Und jetzt bleibt mal realistisch, ja. So viele sind hier nicht interessiert am Glauben heutzutage und versucht Spott zu bringen mit denen. Und was wir dann tun können, ist wie Hiskia ins Gebet zu gehen. Und dann wird unser Gebet, weil das lesen wir dann in Vers 35, also ich habe glaube gar nicht gesagt, wo wir da sind, 1. Könige 19, Vers 35. Und in dieser Nacht, ich habe es aber falsch gesagt, Vers 20, da sandte Jesaja, der Sohn des Amos, zu Hiskia und ließ ihm sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels, was du zu mir gebetet hast, um Sanheribs Willen des Königs von Assyrien, das habe ich gehört. So, das wird dann eben auch passieren, dass unsere Gebete von Gott gehört werden und dass die dann, das was jetzt in Vers 30 eben geschildert wird, 185.000 Mann, die platt gemacht wurden von dem Engel des Herrn. Und das ist ein Wunder, also 185.000 Mann sind viele. Überleg dir mal, was das für ein Sieg war und allein durch den Herrn gewirkt. Und der Herr hat uns aber eben auch Sieg versprochen. Sieg für diese Gemeinde und Sieg für andere Dinge, die geistlich er für uns haben will, dass wir sie einnehmen. Ja? Dass wir benutzt werden von ihm stärker und mächtiger als zuvor. Amen. Und so dein Gebet kann dieses Gebet wie bei Hiskia auch sein, wo der Prophet Jesaja kam und gesagt hat, Gott hat dein Gebet gehört. Und deshalb müssen wir auch beten. Weil der Herr benutzt das Gebet von Menschen, um sein Reich zu bauen. Und das lesen wir eben auch an anderen Stellen, wie Menschen gebetet haben, wie die Gemeinde zum Beispiel in Apostelgeschichte 4,29 gebetet hat. Und da haben sie gesagt, gib deinen Knechten Freimut zu reden, gib ihnen Mut zu reden und die Freiheit zu reden und streck deine Hand aus, dass Zeichen geschehen und Wunder und Heilung. Im Namen deines heiligen Knechtes, Jesus. Also wir sehen, der Herr hat das Gebet der Gemeinde benutzt und wir sehen dann auch, was alles passiert ist danach. Er hat Wunder gewirkt und alle haben mit Freimut gesprochen. Amen. Das heißt, der Herr benutzt das Gebet für sein Reich. Er hat es so erwählt und auch deshalb müssen wir beten. Also, was haben wir eigentlich gelernt? Es ist Kraft in deinem Gebet, das war der Titel. Es ist Kraft in deinem Gebet, dein Leben zu verändern, aber es ist auch Kraft in deinem Gebet, im größeren Bild die Sachen zu verändern. Und deshalb müssen wir beten, Herr, gib du mir die Erkenntnis und die Überführung davon, wie wichtig mein Gebet ist. Weil wenn das in dir ist wirklich, dann wirst du auch automatisch die Dringlichkeit, die du erkennst, die Dringlichkeit zum Gebet wird dich automatisch dazu bringen, auch wirklich zu beten und das zu tun, wovon wir hier gelesen haben. Dein Pastor braucht dein Gebet. Amen. Und auch die Männer Gottes selbst weltweit an verschiedenen Orten, auch für die kannst du beten. Leute, die wir kennen, auch Leute, die wir gar nicht kennen, auch Christen, die verfolgt werden, die du vielleicht gar nicht kennst, die brauchen dein Gebet. Und wie gesagt, auch dein Pastor. Ich habe in meinen Notizen neulich einen Zettel gefunden, auch von einer Bibelstudie oder einer Predigt, und da stand, als Notiz hatte ich mir aufgeschrieben, das wurde wohl gesagt, wann hast du das letzte Mal für deinen Pastor gefastet?
niemand soll antworten, aber denk drüber nach. Und das Gebet, Fasten war heute nicht das Thema, aber das gehört auch dazu und gehört auch zusammen, die beiden Sachen. Amen. So, deine Geschwister brauchen dein Gebet, davon hatten wir es schon. Und deshalb betet alle Zeit, das ist in Epheser 6, 18 bis 20, betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen und für mich, das sagt Paulus hier, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich den Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Preis den Herrn. Halleluja. Ja, ich würde sagen, wir haben viel gelesen. Es war sportlich, ich hoffe nicht zu schnell, aber im Grunde, die Bibel ist noch so viel voller über das Gebet. Und was wir wirklich gelernt haben, denke ich, also ich habe auf jeden Fall, der Herr hat mir es noch mehr gezeigt, ist, dass dein Gebet den Unterschied machen wird. Und deshalb, ja, ist unser Gebet, dass wir alle mehr beten und stärker beten und dass der Herr das Gebet dann benutzt, um zu wirken in jedem Einzelnen und in dieser Stadt und darüber hinaus. Preist den Herrn. Lass uns mal aufstehen und dem Herrn danken. Danke, Herr, Halleluja, für heute Abend, Herr, dass du gut bist, Herr, zu jeder Zeit. Danke, Herr, Halleluja, dass du, Herr, zu uns sprichst, Herr, verändere uns, Herr, dass wir so sind, Herr, wie es dir gefällt, Herr, Halleluja, und hilf uns, Herr.